Runter von der Autobahn ja, rauf nein. Unter dem Motto Brückentag hatte das Landvolk Niedersachsen seine Mitglieder an diesem Freitag zu Protestaktionen wie hier in Hame aufgerufen. Diese Demonstration soll eigentlich mehr so einen Symbolcharakter haben. Das heißt, es ist 5 vor 12, beziehungsweise teilweise ist es schon 5 nach 12. Ziel der Aktion, mit Brückenblockaden oder Schleichfahrten wie hier in Lohne dem Protest der Bauern Nachdruck zu verleihen. Nach wie vor richtet sich dieser Protest gegen die teilweise wieder zurückgenommenen Sparpläne der Bundesregierung. Wir wollen auf gar keinen Fall irgendwo einen Umsturz der Regierung oder die Ampel muss weg. Das finde ich so ein bisschen daneben. Wir möchten einfach wahrgenommen werden. Wir möchten unsere Anliegen an die Politik rantragen und wir erwarten, dass wir ernst genommen werden und dass auch uns in vielen, also in fachlichen Punkten gehört wird. In Hame blockierten rund 30 Landwirte mit ihren Traktoren die Zufahrten zur Autobahn. Das Fazit der Polizei nach dieser Aktion fällt positiv aus. Ja, aus polizeilicher Sicht bewerten wir das als eine äußerst friedliche Versammlung, bei der es zu keinen Störungen oder Beeinträchtigungen gekommen ist. Lediglich leichte Verkehrsbeeinträchtigungen. Wir haben keine Feststellung, dass es zu Beeinträchtigungen auf der Bundesautobahn gekommen ist. Also kein Rückstau auf der Autobahn oder irgendwelchen Gefahrenstellen auf der Autobahn. Wir werden jetzt erstmal abwarten, was konkret in Berlin und auf Landesebene passieren wird. Und dann müssen wir gucken, wie und wo, das kann ich im Moment noch nicht sagen, aber es ist noch nicht zu Ende. In Hame wurde die Protestaktion nach rund 30 Minuten wieder planmäßig beendet.